Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit der Rache des Subs für den Monat Juni. Das heißt ja immer, dass wir uns die Neuzugänge aus dem Vorjahr ansehen, aus dem gleichnamigen Monat, und uns gemeinsam angucken, was ist eingezogen, was habe ich schon gelesen oder was liegt noch auf dem Sub, auf den Stapel ungelesener Bücher. Das machen wir heute, zumindest vorerst, das letzte Mal auf meinem Kanal. Ich mache das Format, ich glaube schon 5, 6 Jahre, ich müsste da mal nachgucken. Und ich fand das auch immer richtig toll, hier so seinen Sub im Grunde, seine ungelesenen Bücher so ein bisschen unter Kontrolle zu haben, zu sehen, was habe ich schon aus dem letzten Jahr gelesen und was ist vielleicht auch noch da, an was wird man dadurch auch noch mal erinnert. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich im letzten halben Jahr so 2, 3 Rache-Videos hatte, wo ich schadenfroh über mich selbst war. Und das ist was, was ich ganz schlimm finde. Also ich bin überhaupt kein schadenfreudiger Mensch. Ich merke das, aber durchaus auch bei anderen Rache des Subs Videos, dass sich so insgeheim irgendwie geärgert, geschämt und auch so schadenfroh. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch ein bisschen ein übertriebenes Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich habe das wirklich auch so bei mir gemerkt, dass ich immer so dachte, ach Mensch, die Steffi vor einem Jahr, das hat sie aber nicht bedacht oder was auch immer. Und ich hatte da irgendwie ganz merkwürdige Gefühle in mir selbst und dachte auch eigentlich, warum muss ich mir mit meinem Sub eigentlich so einen Stress machen? Ich habe meinen Sub unter Kontrolle, ist zumindest mein Gefühl. Und wenn man immer mal irgendwie ein Subbuch vergisst, irgendwann fällt es einem dann auch schon wieder auf. Und ich habe, glaube ich, einfach mal so ein bisschen einen Overflow von diesem Format. Ich gucke das super gerne bei anderen, bin da auch viel mitfühlender, wenn da einige Bücher sozusagen offen sind, und bin da mitfühlender mit den anderen als mit mir selbst und finde das tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Und habe mich jetzt dazu entschlossen, vor der Sommerpause mache ich jetzt nochmal ein Rache des Sub-Videos, und in welcher Form wir uns dann vielleicht zukünftig meinem Sub anschauen, das werde ich vielleicht in der kreativen Sommerpause mir dann überlegen. Ihr könnt mir natürlich auch mal gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare schreiben, wie ihr das Format findet, wie ihr es vielleicht euch anders auch vorstellen könntet. Und mal gucken, wie wir da vielleicht zukünftig meinen Sub immer mal so ein bisschen besprechen und uns wieder auf den aktuellen Stand bringen oder wie auch immer. Insofern das tatsächlich irgendwie notwendig ist, denn im Sub Bücher werden einfach nicht schlecht. Es gibt da eigentlich gar keinen Grund dafür, irgendwie streng mit sich zu sein. Und vielleicht brauche ich auch einfach einen gewissen Abstand zu diesem Format und zu meinem Sub. Und dann geht es vielleicht freudig irgendwann auch mal wieder weiter. Man soll ja niemals nie sagen. Aktuell fühle ich dieses Format nicht mehr so richtig, wollte jetzt aber so abschließend einfach nochmal einen Monat machen und bin da gespannt, wie mein Gefühl jetzt so mit diesem Gedanken, es ist das letzte Video, dann vielleicht auch sein wird. Ich werde hier jetzt mir die Neuzugänge anschauen, ich werde euch das Video wie bekannt einblenden und dann wünsche ich uns jetzt ganz viel Spaß bei den vorerst letzten Neuzugängen aus dem letzten Jahr. Insgesamt sind wohl 16 Bücher laut meiner Statistik eingezogen und ich bin jetzt schon mega gespannt. Ja, da ist die Steffi auch schon kurzhaarig, allerdings dunkler. Kann man jetzt überlegen. Gefällt mir tatsächlich auch ganz gut. Aber das erste Buch ist Vertrauen und Verrat. Das war, glaube ich, in einem Tauschpaket von der lieben Anka mit drin. Glaube ich zumindest. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war das ein Tauschpaket. Ist tatsächlich noch nicht gelesen. Ach, das ist auch immer schwierig. Das war ein Buch, was ich lange auf der Wunschliste hatte, was dann irgendwo wegflog und dann ist es eingezogen. Ach, wer weiß. Fabula Magicae, habe ich auf jeden Fall gelesen. Da kann ich mich gut dran erinnern. Es war wirklich irgendein Tauschpaket, wo das enthalten war. Und das war, ich glaube auch so ein magisches Schul-Universumsbuch, war, glaube ich, auch der Auftakt einer Reihe. Ich bin mir aber gerade gar nicht mehr so sicher, um was es da ging. War auf jeden Fall ein dünnes Buch, was ich auch einfach mal so weggelesen habe. Ja, Gil Oferim, Freiheit in mir, ist ja seine Biografie. Ich habe sie nicht gelesen, ich habe sie aber tatsächlich auch nicht mehr auf dem Sub. Ja, jetzt kann man natürlich ein E-Book nicht mehr aussortieren, aber nach allem, was über Gil Oferim jetzt in den letzten Monaten, Wochen so gesprochen wurde, wie er sich verhalten hat, was da so ein bisschen vorgefallen ist, ich will da gar nicht ins Detail gehen, muss ich sagen, interessiert mich dieses Buch, diese Biografie überhaupt nicht mehr, und dementsprechend ist sie vom Sub geflogen. Leigh Bardugo, King of Scars, ist natürlich gehört. Ich habe die ganze Krisha World letztes Jahr weggesuchtet, gelesen, gehört. Und das ist, glaube ich, der erste Teil von der Nikolai-Dilogie. Oder ist es schon der zweite? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall geht es ja hier um Nikolai, dem Zaren-Thronfolger, den wir auch aus der Krisha-Reihe ursprünglich kennen. Und der ja auch als Pirat unterwegs war und Freibeuter und
Ich liebe die Krischer-Welt. Ich fand Nikolai einen großartigen Charakter. Ich weiß aber, dass uns, Becky und ich haben das zusammengehört, dass uns hier nicht alles so gepackt hat, nicht so begeistert hat, dass wir tatsächlich auch Momente im ersten Teil hatten, wo wir überlegt haben, macht es Sinn eigentlich weiterzuhören? Dann wurde aber vom zweiten Teil geschwärmt und dann haben wir natürlich auch den zweiten Teil gehört und der war tatsächlich um einiges besser. Der kleine Teeladen in Tokio von Julie Kaplan. Ich liebe die Romantic Escapes Reihe von der Autorin und hier muss man sich keine Sorgen machen. Der Hund kommt nicht an die Katze. Das gefällt ihm nicht. Und hier sind wir eben in Tokio unterwegs und es kommt jetzt ja, glaube ich, auch das irländische Buch, Cottage in Irland oder irgend sowas. Das wird ja erstmal das letzte Buch sein, wobei ich jetzt schon ein Weihnachtsbuch gesehen habe, was dann in Schottland spielen wird. Aber hier ging es um Tokio und im Teeladen, eine junge Frau, die eben auch wieder aus ihrem Alltag flüchtet. Es gibt hier viel Kulinarisches, es gibt natürlich auch immer so eine kleine Liebesgeschichte. Man lernt Land und Leute und Kultur kennen und in der Regel eben auch ja, die Ess- und Trinkkultur. Und hier haben wir dann eben auch nur einen kleinen Teeladen und mir hat das wieder gut gefallen und ich fand die ganze Reihe einfach richtig, richtig schön. Zwei Handvoll Leben war, glaube ich, ein Buch, was ich auch einer Freundin geschenkt habe oder was sie mir geschenkt hat. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Oder wir beide auch gedacht haben, wir haben es zusammen auf der Wunschliste, lass es uns doch mal lesen. Irgendwie so war es. Und das habe ich, glaube ich, auch ertauscht, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und das haben wir auch schon gelesen. Lange Rede, kurzer. Das haben wir auch gemeinsam gelesen. Ich fand das nicht ganz so gut. Es war so auf verschiedenen Zeitebenen. Es war auf jeden Fall was Historisches. Und wir haben eben zwei Frauen begleitet und die Geschichte ist wohl orientiert an den Großmüttern der Autorin. Und wir hatten eben die eine, die schon ein bisschen wohlhabender aufgewachsen ist. Ich glaube, ihr Vater war Schneider und die andere ist auf dem Bauernhof aufgewachsen und die treffen sich dann irgendwo in der großen Stadt in Berlin. War irgendwie nicht so ganz meins. Ja, Slow Travel habe ich, glaube ich, letztes Jahr dann auch im Urlaub im Oktober in Ägypten gelesen, habe ich da mitgenommen. Und ich war da ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mir da schon so ein bisschen was gewünscht über das langsamere Reisen. Und da hat der Autor eben auch immer nur den Zug gewählt. Also wirklich ganz langsam von A nach B und dann nach C. Und es war leider auch sehr langsam erzählt. Es hat mich nicht so gepackt, nicht so begeistert, weil wir auch gar nicht so viel über die Länder der Bereisung erfahren haben. Sondern es hat sich schon viel auch um dieses ganze Zuggedöns und die Gedanken und nochmal Gedanken und noch mehr Gedanken gedreht. Das fand ich irgendwie nicht so richtig gut. Also ich hätte mir da schon mehr einen Reisebericht gewünscht. Von mir aus auch gerne über die Zugfahrten, weil auch da kann man bestimmt allerhand erleben. Und ja, das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich weiß gar nicht, habe ich das Buch dann einfach in Ägypten gelassen oder habe ich sogar noch mit heimgebracht? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Aber die Steffi im letzten Jahr war auf jeden Fall bräuner als in diesem Jahr. Energiegeladen und dauermüde war eine Empfehlung von der lieben Eva. Habe ich noch nicht gelesen. Das hatte sie in irgendeinem Video mal empfohlen. Und dann habe ich das auch bei Tauschticket, glaube ich, gefunden. Oder war es meine Rebuy-Bestellung irgendwie? Ich bin mir nicht mehr sicher. Und es ist auf jeden Fall gebraucht bei mir eingezogen. Und das fand ich tatsächlich super spannend, wie sie das vorgestellt hat. Was man eben für sich tun kann, damit eben diese Art Dauermüdigkeit ja aufhört. Und ja, Sex ist der Still, Sex in the City habe ich angefangen. Das ist ja im Grunde die Fortsetzung zu Sex in the City von Candace Bushnell, wo auch die Serie darauf beruht. Ich muss sagen, ich fand das nicht gut. Ich habe das auch, glaube ich, nur angelesen und dann weggelegt. Ich fand Sex in the City früher als Serie richtig gut, konnte jetzt mit der sogenannten Fortsetzung aber auch nicht mehr viel anfangen. Und so ein bisschen ging es mir hier tatsächlich auch. Der Flair von diesen mit 30-jährigen Frauen in New York City, das, ich weiß nicht, ob der Zeitgeist jetzt einfach ein anderer ist, ob das früher eben einfach so was Überraschendes, Rebellisches, anderes war. Heute kann ich mich da irgendwie nicht mehr mit einfinden und nicht mehr so identifizieren. Und deswegen hat mir auch dieses Buch nicht so gefallen. Ist dann, glaube ich, auch so, nachdem ich es angelesen habe, auch einfach wieder weitergegangen und ja, war irgendwie nicht meins. Hätte ich mir vielleicht bei diesem komischen Cover mit den High Heels auch schon denken können, aber ja, man weiß ja, wie man früher Sex in the City fand und ja, Barfuß um die Welt wurde auch schon gelesen, ist eben ein Reisebericht von einer jungen Frau, die eben irgendwann beschließt, dass sie nur noch barfuß läuft und ich muss sagen, ich fand das okay, ich hätte mir mehr barfuß
Themen gewünscht. Und das klingt jetzt gerade ganz merkwürdig. Aber es ging natürlich hier schon um diese Weltreise, wie reagieren andere Kulturen, andere Menschen in anderen Ländern darauf, dass sie eben keine Schuhe anhat, wie es wird das überhaupt angesehen. Aber mir persönlich war es zu wenig, was es mit dem Barfußsein überhaupt auf sich hat. Michael Buchingers, hast du noch alle? Habe ich gelesen, habe ich viel gelacht. Ich mag den sehr bösen Humor von Michael Buchingers super gerne. Ich höre auch seinen wöchentlichen Podcast sehr gerne. Videos kommen ja eher weniger. Und das ist im Grunde so ein bisschen so seine zusammengefasste Hassliste. Das hat er ja, glaube ich, früher tatsächlich monatlich gemacht und hat hier immer 3 bis 5 Dinge vorgestellt, die er besonders hasst. Das sind auch wirklich sehr banale Dinge, aber manchmal auch größere Dinge. Und hier hat er auch allerhand zusammengefunden, was er eben hasst. Ich glaube, er hat jetzt auch an seinem nächsten Buch schon gearbeitet. Mal sehen, um was es dann gehen wird. Aber ich mag diesen bitterbösen Humor sehr gerne und habe das auch im Buch sehr gerne gemocht. Die Queen und ich ist noch nicht gelesen. Ich glaube, das war eine Anschaffung, als ich The Crown letztes Jahr geschaut habe und so begeistert dann eben von der Queen war, von ihren Corgis war. Und hier drum geht es tatsächlich dann eben auch um einen Corgi. Oder habe ich das schon gelesen? Mir kommt das gerade so mega bekannt vor, wenn ich darüber spreche. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es könnte tatsächlich sein. Nee, habe ich glaube ich noch nicht gelesen. Ich glaube, ich habe irgendwas anderes mit Corgis von David Michie gelesen. Ja, und da war ich einfach interessiert daran, wie eben ein Hund die Königsfamilie wahrnimmt. Und ja, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie so rund um Weihnachten irgendwie spielt oder winterlich. Auf jeden Fall dachte ich mir vor kurzem, als ich durchs Regal lief, noch, ach Mensch, das ist gerade nichts für die Jahreszeit. Anekdoten eines Beifahrers war eine Empfehlung von einer Freundin von mir. Und da haben wir einen jungen Mann, der eben einfach irgendwann aufbricht und als Beifahrer um die Welt geht. Und ich habe auch eine signierte Ausgabe damals von ihm bekommen und bestellt. Und ich fand das ganz gut. Ich fand es spannend, wie offen, wie tolerant er durch die Welt gegangen ist, wie er wirklich viele Dinge durch diese Offenheit auch hinbekommen hat. Ich fand ihn ein bisschen fahrig in den Erzählungen. Also er ist doch recht hin und her gesprungen. Es hatte keine so richtige Chronologie. Und manchmal war man mit einem Reiseabschnitt schon fertig. Und 100 Seiten ist man aber dann nochmal zu dieser Reise zurückgekehrt. Da hatte ich lesetechnisch so meine Probleme. Da hätte vielleicht irgendwie, ja, ich sage jetzt mal, ein Korrektorat nicht schlecht getan. Von Mitch Albom habe ich Wer im Himmel auf dich wartet gelesen. War das dritte Buch, glaube ich, was ich das von dem Autor gelesen habe, beziehungsweise in dem Fall gehört. Und hier geht es so ein bisschen darum, dass wer wartet im Himmel auf einen, wenn man eben stirbt. Und das war letztes Jahr schon ein etwas schmerzlicheres Thema für mich. Und ich fand das aber sehr gut umgesetzt. Und dass es eben nicht die scheinbar ganz wichtigen Menschen in unserem Leben sind, sondern dass es eben manchmal tatsächlich so Nebenfiguren in unserem Leben sind, die aber dann für unser Leben doch eine große Rolle spielen. Und dass die eben am Ende, ich glaube, es waren immer 5 Personen, die auf einen erstmal warten und einen begrüßen und mit einem zurückblicken. Und das war sehr schön gemacht. Also diese Vorstellung, wen man treffen könnte und auch wem dann eben unsere Protagonistin, glaube ich, war es auch trifft, das fand ich richtig schön. Das war richtig toll gesprochen. Und ja, trotz der etwas schwereren Thematik. Von Matt Haig ist der Comfort Book eingezogen, ein Buch, das er, ich glaube, auch während seiner schweren Depressionen geschrieben hat, beziehungsweise ist das auch gefüllt mit Zitaten, Gedichten und Geschichten, die er da selbst konsumiert hat, die ihm eben positive Gedanken gemacht haben. Und nachdem ich ja von der Mitternachtsbibliothek im letzten Jahr so enttäuscht war, war ich hier wiederum sehr begeistert, sehr angetan. Wirklich auch ein Buch, was ich im Freundeskreis gerne mal weitergebe. In dem Buch kann man auch immer mal blättern und findet irgendwie eine schöne Weisheit für den Tag, für das Leben, für Gedanken. Und das hat er richtig gut gemacht. Und man spürt schon, dass das wirklich Gedanken sind, die irgendwo aus der ganzen Tiefe sozusagen hervorkommen und die eben auch wirklich was Positives bewirken sollen. Und das finde ich, hat er wirklich richtig gut umgesetzt. Zudem finde ich auch das Cover richtig, richtig toll gewählt. Das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und dann von Harpe Kerkeling ist Pfoten vom Tisch bei mir eingezogen. Hier hat Harpe Kerkeling seine Geschichten rund um sein Leben mit Katzen beschrieben. Er wird ja auch sehr autobiografisch. Es geht wieder ein bisschen um seine Kindheit, um den schweren Verlust von seiner Mutter, die er ja sehr jung verloren hat, dass er bei seinen Großeltern aufgewachsen ist, erst mit Hunden, dann mit Katzen.
Hier kann ich auch das Hörbuch empfehlen. Das wird von ihm selbst gesprochen und es gab wunderbar komische Momente. Ich würde sagen, als Katzenmensch, mittlerweile auch Hundemensch, ich fand das richtig, richtig toll. Ich habe mich da selbst auch sehr oft wiedergefunden in Gedanken und dem Alltäglichen mit Katzen. Für mich wirklich ein Highlight und ich habe es letztes Jahr nicht das letzte Mal gehört oder gelesen. Ich fand das richtig, richtig toll. Ich würde sagen, es ist für jeden was, der tierlieb ist, der sich da ein bisschen einfühlen kann. Es gibt auch Tipps und Tricks zu den verschiedenen Rassen und was man beachten sollte, wenn man sich eine Katze ins Haus holt, was er da so ein bisschen empfiehlt. Ich fand das richtig gut gemacht. Ich weiß aber auch von ein, zwei Menschen im bekannten Freundeskreis, die nicht ganz so begeistert waren. Aber ja, am Ende ist das natürlich alles irgendwie eine Geschmackssache und man weiß das nicht vorher. Und ich glaube, das war's jetzt auch schon. Und damit haben wir jetzt 3 von 16 Büchern, Vertrauen und Verrat, Energiegeladen statt Dauermüde und Die Queen und ich, sind die 3 Bücher, die noch auf dem Sub sind. Ich bin ganz zufrieden, merke aber auch, ja, das fand ich jetzt auch gar nicht so dramatisch. Also es waren tatsächlich viele Bücher dabei, an die ich mich noch gut erinnert habe, die auch in guter Erinnerung sind, an das eine oder andere manchmal nicht. Aber das ist, ich finde, bei so einer Vielzahl von Büchern, die dann auch schon ein Jahr her ist, dass man sie gelesen haben, auch gar nicht so dramatisch. 3 von 16, ich würde sagen, wieder ein guter Schnitt, ist auch ein guter Schnitt, um jetzt die Reihe sozusagen dann damit zu beenden. Ob ich das selbst tracken werde oder wie auch immer, das werde ich mir in der Sommerpause auf jeden Fall mal überlegen. Aber ich bin sehr gespannt auf eure Gedanken dazu. Vielleicht kennt ihr ja auch eins der 3 Bücher, die ich noch ungelesen habe und wollt da jetzt richtig schwärmen, dann macht das auch gerne in die Kommentare. Und ich danke euch jetzt auf jeden Fall fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.